Gate. You've had a black flag. We'll need to come into the pits. Wie am Stahl, Alter. Der Scheiß wird jetzt hier die Gebäude so richtig nass machen. Ja, ein Skip-Fahrzeug, was sich bewegt. Ja, das war ich. Das Logo ist größer als das Skip-Logo, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, oder? Gib dir die Datei. Die nächsten Sachen macht ihr dann. Egal, was man macht, ey. The exit's clear. Stay behind the white line. Alter, das sieht schon gut aus, der Wagen, ey. Das ist mein allererstes selbstgemachtes Design, ey, und ich darf hier mal ein Tröpfchen in der Buchse, ey. Nehmen wir echt, der sieht richtig geil aus. Ich bin hart gehypt, ne? Ich hab richtig Bock. Wart mal, bis ich den Wagen in der Wand zerschellen lasse, ey. Obwohl, wenn ich in der ersten Szene einen Unfall mache, sind wahrscheinlich danach alle Tiefen entspannt in ihren. Ja. Sobald einer von euch. So der erste Unfall ist ein harter Release. Ja. Ja, keiner will halt der erste. Wir wissen alle, dass es einen Unfall geben wird. Seien wir ehrlich. Jetzt sind 24 Stunden. Vorgehabt. Mein Gott. Die Frage ist nur, wer wird den ersten Unfall machen? Die Frage ist, ob das bei euch im Team stattfindet. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich fahre da easy peasy mal locker 29 jede Runde ohne Unfall. 4,5 Stunden am Stück. Left side, clear left. Ich hab ja in meinem 4-Stunden-Rennen nur 35 von 50 Incident Points gehabt. Wie gesagt, alle 100 Incidents, einmal Stop and Go, ne? Ja. Machen wir. Den Start kann ich eigentlich, und da will ich den Stefan nicht mit ärgern, kann ich eigentlich nur besser machen als Stefan letztes Mal. Das ist nicht schwer. Weil mit einem leeren Tank und einem Speeding in Pits loszufahren, war halt schon eigentlich edel, ey. Du wirst jetzt hier hart gedisst, ne? Im Rennen so, ja, nö, war alles in Ordnung, kein Problem, mach dir keinen Kopf. Anschließend kriegst du das da hinten reingeschoben, ey. Ich hab doch auch mal einen Unfälle gehabt hier, ey. Beim Rennen. Wie gesagt, ich bin voller Freude mit einem Mazda mit 70% Lenkrad-Einschlag gefahren die höchste Zeit. Ich hab schon überlegt, ob ich das zur Spezialität mache, ob ich da trainiere, mit schiefen Lenkrädern zu fahren. Hm. Aber du weißt, was ich für einen Track nachher für Qualifying brauche, Stefan, ne? Ja. Musst du den mal vorbereiten. Es gibt nämlich nur. Wieder reingekommen. Es gibt nur einen legitimen Skip Qualitrack. Einen. Welchen? Davon irgendwie eine längere Version? Gibt's eine Stundenversion von zur Not? Naja, die meinte ich nicht. with smooth loop. Naja, okay, dann kann man die ja nehmen. Alter, sieht der gut aus, ey. Die sieht richtig schnieke aus, die Karre. Mit die Frontansicht scheppert richtig. Weil die Ram-Logos, alles, ey. Die hauen richtig rein. Oh. Bei mir ist gerade einer hier am Racen, der heißt Martin Ascher. Ich glaube, so heißt der Sohn von dem Ascher Typ, Racing? Der die. Ja. Also hier von. Ja. Das ist krass. Kannst du mal fragen, ob wir ein paar Lenkräder von denen kriegen? Aber nur wenn ich noch einen Abruzzi gleichzeitig treffe und noch ein paar andere Sachen klar machen kann. Right side's clear. Ja. On your right. Clear right. Danke schon mal an iRacing, dass auf jeden Fall der gleich fahren muss. Kann nicht jetzt hier gerade noch gespottet werden kann im Training. Naja, big props to iRacing auf jeden Fall. Aber Hauptsache, was sie immer können, ist abrufen. Und auch das, was ich nicht möchte. Ja, wie zum Beispiel dein iRacing-Guthaben für die nächste Monatsgebühr zu benutzen, kriege ich immer einen Kotzreiz. Das ist letztens wieder passiert. Das ist echt
kurz ich. Ah, ja, yeah, ja. Alter! Ah, der Wagen ist gone. Yeah, GG. So, gutes Practice. Ah, ich hab gerade im Training auch einen Wagen in Breitscheid da eine Wand zerschellen lassen. Ach, Dingens hat mir gar nicht. Ja, Porsche, ich fahr ein langsameres Fahrzeug. Was soll das denn? Ja, vielleicht habe ich gerade den Sponsor vom Jimmy Broadband fast getötet. Darf ich die Art des Rennens schon verkünden oder warten wir damit noch? Was verkünden? Oh, es hat geklingelt. Ja, Sekunde! Die Art des Begrenzt Rennens. Begrenzt ist, wenn ich nur noch 220 fahre. Was man aber sagen muss, der RS3 ist nicht. Der ist kein Softboy, ne? Also der ist nicht so wie der Cadillac, der bei jeder Berührung kaputt ist. Den kannst du. Wenn du den nicht zu schräg in eine Wand reinknallst, kannst du den richtig geben. Nicht, dass das was Gutes ist, was wir machen sollten, aber. Oh Gott. Okay. Neue Nachbarn ziehen ein. Eine ältere Frau nebenan. Ich weiß jetzt schon, dass das Diskussionen wegen der Lautstärke hier geben wird. Naja. So. Dann sagen soll ihre Hörgeräte einfach abschalten. Variante. Cold Turkey. Wie viel Zeit haben wir noch? 51. Übrigens, erster Gang von dem Wagen ist genau 60 km/h mit voll durchgedrücktem Pedal, was das Pit Speed Limit ist. Ja, ist auch 60. Zugehört. Ah, der Stefan hat das schon erwähnt, dass das so ist. Achso, nein, vorher nicht mitgekriegt. Das macht es natürlich schön einfach. Brauche ich keinen Button für belegen. Den Nachteil, dass du bei Exit halt langsamer bist, aber das ist dann auch Rille. Drauf geschissen. Ja, Auto-Pit-Speed-Limiter hast. Also, so ein Gefühl, aber. Mit Auto-Pit-Speed-Limiter schalte ich halt die ganze Zeit erster, zweiter. Teilst die ganze Zeit so auf 62 km/h oder sowas halt einfach. Oder 1-2 km/h schneller als das Pit-Speed-Limit. Da kannst du die Millisekunden mit rauskratzen. Na egal, solche Spielereien machen wir nicht. Ja. Der Livestream läuft. Mal schauen, wie viel schlechter ich dann heute fahren werde. Ich hoffe, ich kann zumindest in den 9,35er-Bereich rumfahren die ganze Zeit. Aber gucken wir mal. Letztes Mal lieber 49 als Ziel. 49 also, als Ziel? Ich bin im Training eine 9,22 gefahren und mein Ziel ist eine 39 im Rennen. Das heißt, da ich eine 9,32 als Optimum hätte, so eine 9,42 anpeilen, sagst du? Ja, okay. Lieber. Auf jeden Fall, so dass du halt entspannt fahren kannst, ne? Ja. Du fährst hier keine Hotlaps, sondern ja. Du musst das Ding in 200 Minuten am Stift fahren, ne? Also, ja, ja. Durchhaltevermögen und halt durchgehend. Außerdem, du verlierst. Also, alle paar Runden, wenn das GT3-Feld an dir vorbeifliegt, fährst du dann auch einfach mal 10, 20 Seite. Sekunden langsamer. Ja. Außer du bist da 100% dran gewöhnt und weißt exakt perfekt, wo du die vorbeilassen kannst. Wir sind mit dem Audi das langsamste Fahrzeug, oder? Ja. Okay, gut.
Dann heißt, sobald ich sehe, kommt so eine anderfarbige Klasse an, kann ich vorbeilassen mit dem Schlüssel. Sie jedes Fahrzeug quasi vorbeilassen, außer Lila. Ja. Ja, außer Lila halt, außer unsere Klasse. Nur nochmal, um zu wiederholen, die Idee ist, dass die langsamen Fahrzeuge ihre Ideallinie fahren, ne? Grundsätzlich. Auch bei Überholvorgängen. Damit bist du berechenbar. Das ist so Standardetikette. Was? Was nochmal? Sobald du versuchst, wenn Überholvorgänge anstehen, grundsätzlich fährst du Ideallinie und das schnellere Fahrzeug fährt an dir vorbei. Ah, okay. Du bleibst, das ist so Standard-Track-Etikette. Ja, der Überholende. Man kann es halt leichter machen, indem du lupfst oder so, ne? Ja, klar. Aber Platz machen in Kurven gerade ist immer eine Katastrophe eigentlich, weil damit bist du unberechenbar. Außer du siehst halt, er kann halt ganz, oder du siehst halt, wenn er jetzt gerade, dass er zum Überholen ansetzt, in einer Kurve, wo du jetzt gleich die Ideallinienseite wechseln musst. Ja. Dann wechselst du natürlich nicht die Seite, wenn er gerade. Ja, klar, nee. Aber ich kenn's ja von der SimLab Production Car Challenge. War ja auch Multiclass-Rennen mit dem. Also, ja, das kenne ich. Der, na gut, nur ist die Überholen enger, ne? Ja, klar, das macht's natürlich viel schwerer, weil das prinzipiell, dass der Überholende hauptsächlich dafür zu sorgen hat, sauber zu überholen, und der Vorherfahrende muss halt dafür sorgen, dass der andere das sauber machen kann. 5 Minuten noch. Wie viel? 5 Minuten noch. Ich hau in der Zeit eben die Kaffeemaschine nur nochmal an. Ich drehe mir noch eine. Ja, Budi. Meinst du, ich muss jetzt nochmal neu connecten, oder? Ich warte einfach mal, bis du dann die Qualify-Session joinst, ne? Ja.
Was sagt die Uhr, meine Freunde? 59 bei mir. What the fuck war das? Was denn? Was denn? Blähungen. Irgendjemand hatte richtig Druck auf der Leitung. Ich habe auf meinem Lenkrad getrommelt, so. Das kann doch nicht gewesen sein, oder? Nee. Ja. Drei Minuten noch. Yo, race is ready. Let's fucking go. Oh yeah. Go. Race. You're ready for time warp. I saw it. Lieber Computer, ab jetzt musst du 24 Stunden stabil sein. Da du letzten zwei Wochen lang stabil warst, gehe ich davon aus, dass du das diesmal auch wieder schaffst. Liebes Internet, enttäusche mich nicht. Liebe Grafikkarte, überlebe diesen Einsatz noch. Ich habe gerade die FPS auf 60 gelockt tatsächlich. Weil... Ach, da macht das Spiel von selbst auf Schleife mit 60 Fahrzeugen. Nee, ich hab. Echt? Wie? Nein, war ein Scherz. Ach so. Beim Start habe ich immer Low FPS. Ja, genau deswegen habe ich es jetzt halt auch runtergeschraubt, weil das war so am Hin- und Her-Schwang. Da hast du die ganze Zeit Mikro-Ruckler. Dann lieber stabil mit 60. Klimaanlage. So haben, weil ich regelmäßig Drops auf 40 habe. Und der Stream von mir läuft auch nur mit 30 FPS auf 720p. Alles so niedrig geschraubt, wie es geht. Bitte, PC, halt. Zeichne durch. Mit 60 FPS auf. Ja. Ja, aufzeichnen kann ich nicht, dafür habe ich nicht genug Platz, leider. Keine 24. Durchgerechnet, das müssten so 250 GB werden, also das geht. Gibst du dann hinterher frei, ne? Kann ich mir auch runterladen. Ja, ich werde das mal rekodieren und dann mal auf YouTube hochböllern, vermutlich. Ah, noch besser. Zumindest private. Ja, sehr cool. Beim 4-Stunden-Rennen gibt es auch eine private Playlist, wo man sich das nochmal angucken kann. Du musst den Wagen übernehmen. Ja. Das ist sogar sehr einfach zu finden, ne? Ja, ist kurz vor. So, warte mal, muss mal die Aufnahme neu starten. Ja. Ich habe übrigens diesmal die Klimaanlagensteuerung an meine rechte Hand gepackt. So dass ich nicht für das versehentlich mit der linken auf Windows-Taste komme. Oh. Auch die kleine Optimierung. Ist nur für Trinken gedacht. Ich habe die edle Apfelschorle schon halb fertig leer gemacht, damit ich beim Trinken keine Unglücke verursache und hier in einem nassen Sitz sitzen muss. So lange. Ich wollte gerade sagen, hast du auch eine Punika zwischen den Beinen stehen? Ja, klar, eine Windel angezogen. Geil. Ich habe meiner Nachbarin zumindest gerade gesagt, dass ich jetzt die nächsten 24 Stunden nicht an die Tür gehen kann oder so. Kannst ja sagen, können Sie gerne schellen, geht dann nur keiner dran. Ja.
Wie ich meinen Arbeitskollegen immer sage, wenn die was vorschlagen, kannst du schon so machen, ist dann halt scheiße. Setup identical to baseline, Lou? Ich bin noch nicht gejoint, ich ändere es, sobald ich da bin. 90%. Garage. Also nochmal 20 Minuten Practice, okay. Endurance, baby. Setup identical to endurance. Setup da steht confirmed. Ah ja, und wie er da steht, ey. Geiles Teil. Kann man hier mal so eine Nahaufnahme? Geiles Teil. Brandzwieback. Das ist der Beste. Der Brandzwieback, Junge. Wie der wohl heute aussieht. Brand sollte so eine Spezialedition rausbringen mit dem Brand-Zwieback-Jungen nochmal so, wie er jetzt aussieht als Bild. Das wäre doch cool. Davon würde ich mir aus Prinzip eine Packung kaufen. Auch wenn er hässlich ist? Ja, einfach, weißt du, so, und dann, guck mal, so sieht der Brand-Zwieback-Jungen heute aus. Mit so einer Nadel im Arm. Ja, ich wollte es gerade sagen, voll der Drogen-Junkie oder so. Erstmal hier ganz ruhig anfangen. Können eigentlich mehrere gleichzeitig spotten? Okay, merke, ich schaff's nicht rechtzeitig, die Klimaanlagensteuerung immer wieder zu erreichen. Ja, fang mir damit rein, ich mach doch meine Klimaanlage aus, Junge. Bastard. Ich hab die vielleicht auf Abstand. Fahrzeuge, mit denen wir fahren, ne? Ja, deswegen. Okay. Ich denke, jetzt der Lukas Beck ist ein Spaß. The track temps increasing. It's now 28 Celsius. Oha. Hat er recht. Ich gönne uns schon mal ein paar Off-Tracks, ne? Ah, ne, ist ja noch auf Training. Alles gut. Ist die jetzt an oder aus, die Anlage? Lukas, du bist jetzt viel zu sehr auf deine technischen Gadgets angewiesen. Ja. Ich sollte aber mal drüben das Fenster vorbei. Ja, doch. Der fängt an zu regnen. Nein. Es regnet so rein, ich kann jetzt nicht aufstehen. Ob ich hier immer Low FPS an der Stelle einmal ganz kurz krieg, ne? Ich hab hier auch immer Low FPS. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der hier die echte Nordschleife nachlädt oder so, weißt du? Weil die vielleicht keine zwei Models sind. Vielleicht die GP-Strecke rendert. Ja. So. Du machst das aber wahr mit deiner ruhigen Kugel, ne? Ist übrigens kein Beschweren, sondern alles gut. Macht der erste Stefan macht erstmal Druck aufbauen. Deswegen sagte ich ja, das ist kein Beschweren, sondern alles gut. Ah, dann lass mal knallen hier. Kann ja auch gehen lassen. Am Wand. Gab doch Hotkeys für nächste Kamera. Kein Off-Track gewesen, zählt zur Strecke. Das ist ja Streckenteil für Erwachsene. Für Männer. Für Leute, die vorher nochmal auf Toilette waren, ist das. Kann ich auch Pfeiltasten jetzt durch die Kameras wechseln. Ist sehr schön. Sind die nach wie vor die verschiedenen Texturen, das matte Grau
Und dann die leuchtenden Farben ist einfach geil. Ja. Der Stream ist mit Ton, oder? Weißt du, ob jemand gerade zuguckt? Ja. Aber es guckt gerade, ja doch, einer guckt, glaube ich, zu. Mein Kollege wahrscheinlich. Nein, also, Stefan Stream meint er, glaube ich. Weil ich hatte vorhin angefangen, Bildschirm zu streamen und bin dann irgendwann auf iRacing gewechselt. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, was soll das mit Ton? Okay. Oh, du gehst dann in den sechsten. Überlege auch immer, ob ich das mache oder nicht. Ah, ne, das muss ja jetzt hier nicht sein, da. Oha. Das ist, wenn der Stefan mich hier anpeitscht, weißt du? Hm. Ich nicht angepeitscht. Fahr mal deine Ruhe. Du hast gesagt, du fährst wirklich eine ruhige Kugel. Was ist da die größte Beleidigung, die du einem Rennfahrer geben kannst, ja. Wir fahren Endurance-Rennen. Überhaupt nicht. Das böllert ja hier gleich eine 9 Minuten 18 raus und das sah nur aus wie eine ruhige Kugel. Und dann sind alle weggeflasht. Ja, da wird nicht passieren. Ich sehe meinen Timesplit gerade. Hier, Elias, falls du gerade zuguckst, ist die Stelle, die nach einem der größten deutschen Rennfahrer benannt wurde. Tja. Aus meinen Augen. Stefan Bellof. Warum? Ja, die heißt so. Der ist halt ein Gott gewesen. Jetzt musst du Storytime machen. Oh ja, der hat zu einer Zeit, wo keiner gedacht hat, hat er einfach mal ein Training, oder Quali, der Training, ne? Auch Training, ja. Hat den Weltrekord so an der Wand gefahren, dass die Leute quasi Hosen heute noch nicht trocken haben. Geil. War 7 Traffic. Und das, was im Nachhinein eigentlich ganz schön ist, ist, dass der Weltrekord nie wieder gebrochen werden kann, weil die Streckenkonfiguration von der Nordschleife nicht mehr existiert. Deswegen der in aller Ewigkeit bestehen wird. Leider ist er dann gestorben nachher bei einem Rennen. In Spa. Huh. Ja, mit 29 oder so, oder 27? Ja, so alt war er noch nicht. Bitter. Ja, schon bitter. Ja, die besten sterben jung. Ja, leider.
Gut, dass ich nirgendwo der Beste bin. Ne? Man gibt sich mit dem Mittelmaß zufrieden. Ja. Oberes Mittelmaß ist quasi alles, was ich mir wünschen kann. Ja. Besser als der Durchschnitt, aber nicht der Beste. Das ist immer zufriedenstellend. Gut genug, um die eigenen Ansprüche. Skurva. Gut genug, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Nicht zu hoch, dass andere Leute Ansprüche an einem haben. Das ist Optimum. Ja. Hallo, Brudi. Verdammten GT3s, ey. Alter, hier habe ich immer auch Lags irgendwie. Sechs Sekunden. Interessant. Achso, ich bin zu einem anderen Overlay und da sind es jetzt 1. Ja. Jetzt bin ich bei 1,0, 0,8. Bei mir schon 0,3. Er ist ja auch direkt hinter ihm schon. Car left. Clear left. Ja, fand ich das Schönste. Ich habe eigentlich ungern an den Stellen Überholmanöver. Aber, ja, gut, hat funktioniert. Oha. War ich zu gierig. Ja, der nächste ist jetzt noch so ungefähr 3 Sekunden entfernt. Jetzt angeschossen. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Okay, hat er gut abgeschätzt, ey. Hab ich deswegen zwar meinen Bremspunkt verpasst, aber. Das ist nicht so practice, ne? Ja. Dann nichts, was so ein kleines Bremsen auf dem Gras nicht ändern könnte. Leute, ist gelupft, ne? Zumindest klang das so. Wann denn? Gerade als er überholt hat. Naja. Ja. Oh, kacke. Gut läuft, wird er dich erst auf dem langen Stück überholen.
Jetzt noch 3 Sekunden. Bei mir sind es 5. Ja, bei mir auch. Wie gesagt, das sind unterschiedliche Overlays. Die... Ich hab dort Race Labs Overlay. Immer vorbei. Achtzehn Sekunden bis zum nächsten. Scheinbar sind meine Zahlen immer so 2 Sekunden niedriger als eure. Interessant. Alter, ich hör jetzt die Scheiße an den Finger, ey. Hm? Ist ja nicht. Interessant, du gehst jetzt auch dazu über, dass du da unten schon im 4. Gang wechselst, ne? Ja, ist mir sonst nicht responsive genug. Ja. Boah, Alter, bin jetzt erschrocken. Ja, ich weiß, ich hasse es so sehr. Ja. Ich hasse es so sehr. Wenn du in VR bist und du wirst da plötzlich rausgerissen, ne? Track das zu Ende. Let's fucking go, ey. Ja, gut, luck and have fun, ne? Ja. Danke. Jetzt mit anderen das Qualifying oder ist das nein, 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 nein. Ganz alleine. Das heißt, hier machst du eigentlich deine beste Zeit und dann ist gleich erst wieder mit den anderen, ne? Genau. Ja. Okay. Yeah, it's bad. The track temperature is rising. It's now 27 Celsius. War erstmal, glaube ich, noch. Alter! I'm sorry. Wie viele Runden habe ich? 2, oder? 2. Ja. Alter, die Karre ist so schwer, ne? Abgefahren. Habe ich da richtiges Setup? Hat einer geguckt? Ja, das Endurance. Das Endurance. So, jetzt hier mal vernünftig fahren, Lukas. Seht ihr das jetzt dann gleich direkt als Lab 2? Nein, als Lab 1. Aber die Runde ist auf jeden Fall invalidated. Ah. Aber da ich eh einen Off-Track hatte, wäre das eh egal gewesen. Ja. Oh, zähl als Lab 2. Krieg die weiße Flagge.
gibt mal einen Rappel bei der Art und Weise, wie iRacing die Lenkbewegung darstellt, ja, wenn du spottest. Schrecklich. Ich bin nochmal eben weg. Jo. Komm zurück. Okay. Gracias. Stimmchen habe ich noch. Oh.
Oh. Nein. Ich hab gerade gedacht, so au. Oh. Es tut mir leid, wir starten anscheinend aus der Pit. Ist eh der entspanntere Start. Wieso, aus dem Pit müssen wir noch nicht mal starten, wenn wir aufs Grid. Nee, gehen. Wir starten von hinten. Wir starten ja, sorry, ja. Von hinten nur. Es tut mir leid. Macht's entspannter. Macht's entspannter. Gibt Schlimmeres. Die Zeit wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe alle Sektorzeiten besser gehabt. Es kommen jetzt erst auch die ersten Zeiten von den anderen reingetrudelt. Niedrigster hat eine 9,15 zur Zeit. So ein Split sind wir reingekommen. Nee, mal ehrlich, hat das mal jemand gecheckt? Können wir das überhaupt schon sehen? Moment mal, der schnellste oder der langsamste? Der beste. Hat eine 9,15. Ich dachte, der langsamste wäre eine 9,15, ey. Nein. Was einen Herzinfarkt gekriegt, Kerl. Der beste aus unserem Bracket. Danach kommt eine 9,16 und die restlichen haben noch keine Zeiten drin. Und der mit der 9,15 hat eine 1,9K. Der mit der 9,16 1,6K. Dann auch nochmal 1,5K. Also die Leute, gegen die wir fahren, sind alle so eigentlich in unserem Bereich. 1,6, 1,4, 1,8. Wir sind 1,4, 1,6, 1,5. Ja, ich kann dir sagen, dass hier oben die GT deutlich schneller als das, was wir fahren. Ja gut, aber ist auch nur Quali, ne? Also. Die GTs oben, die haben so 5,6K, 5,1K, 4,0K, so, die werden sich hart prügeln. Es tut mir leid. Sind in einem extrem hohen Split gekommen, ne? Anscheinend. Da gibt's nichts leid zu tun. Doch, ich ärgere mich jetzt wahrscheinlich die nächsten 24 Stunden darüber, dass ich verkackt habe. Aber weißt du was, direkt ist das Pressure weg. René sagt direkt so, ah. Genau. Ja, aber der Wagen wird nochmal repariert nach dem Quali, also ich habe nichts kaputt gemacht. Ja, klar. Pressure reapplied, würde ich sagen. Nee, ich hab nicht den ersten Dutcher gemacht, ab da, wo es drauf ankam, das reicht mir. Ja, wenn wir uns, was mir gerade aufgefallen ist, darauf einigen, dass wir hier im Channel Crisp anmachen, während wir fahren. Hab ich nicht an, oder was? Ich meine, ich hätte da. Ja, ich glaube, du hast das auch an. Ich vielleicht. Aber Elias, René vielleicht. Ding, was? Wo macht man das denn? Unten links in deinem Discord-Fenster neben Sprachchat verbunden. Rechts daneben ist eine Hintergrundgeräuschunterdrückung von Crisp. Also mal Benutzereinstellungen. Wenn wir die vielleicht anmachen könnten. Sprach- Danke. Und Videochat. Nein, du bist. Ah, Crisp. Hintergrundgeräusche unterdrücken. So, wenn jemand hart abniesen muss oder so, dass derjenige, der gerade fährt, nicht direkt einen Herzinfarkt kriegt und die Karre in eine Wand fährt oder so. Jojo. Jetzt hab ich's an. Naja, vielleicht kann ich ja ein wenig Dignity wieder zurückgewinnen, wenn ich den Start gut mache. Ganz entspannt. Ach, guck mal da, die nächste Zeit ist reingetrudelt, das wäre dann der eine 9,23. Kommt so langsam in dem Bereich. Ich glaube, die Zeit hätte ich gehabt, wenn ich. Ich bin mit dem Unfall mit einer 9,26 reingekommen. Also. Ich glaube, ich hätte eine 9,23 geschafft. Ja, so viel fast jetzt auch nicht verloren, ne? Naja, ich starte jetzt als Letzter, aber. Warum? Wenn ich ganz ehrlich bin, kann das sein, dass das nicht schlecht ist bei dem Clusterfuck, der da immer stattfindet. Warum startest du als Letzter? Richtig. Wurde die Zeit nicht gezählt oder was? Ja, sobald du Off-Break oder so hast, zählt die Zeit nicht. Wenn du einen Fehler machst beim Qualifying, ist die Runde verschmissen. Okay, wusste ich nicht. Noch eine 9,23. Also klar, okay, die Top 5 Fahrer von unserer Klasse, die sind gut anscheinend, ne? Die können wir vergessen. Also sorry, aber wir werden keine 9,15 fahren. Nee. Das Einzige, was sein kann, ist, dass manche davon zu zweit fahren und die halt irgendwann mal schlechtere Zeiten fahren werden. Oder sich irgendwann auch mal weghauen. Genau, kein Scheiß, ne? Stefan und ich haben wir hatten zwei große Bombs und trotzdem sind wir Fünfter geworden im letzten 4-Stunden-Rennen. Hätten wir die nicht gehabt, ich schwöre dir, wir wären Erster gewesen. Ja, auf jeden Fall.
bin ich sofort bei dir. Ist ja auch egal, keiner von uns will Erster werden, wir wollen ins Ziel kommen. Genau, aber ich, wenn mein Ziel ist schon, dass ich bitte nicht nochmal irgendwas berühre, was nicht die Straße ist. Ich glaube, die anderen haben es auch alle nicht hingekriegt, eine gültige Qualifikationsrunde hinzulegen. Wir sind nicht die Einzigen. Die Nordschleife ist auch nicht einfach unter Druck. Also klar, ich schaffe da nicht immer, aber für Leute, die weniger trainiert haben, ist das, die Nordschleife nicht das Einfachste, da mal eine Quali hinzulegen. Und beim Rennen wird es jetzt leider nur noch schlimmer. Deswegen, ich starte von hinten, ich lasse die alle ihren Scheiß machen. Ne? Ich habe schon zu viel Mist erlebt, um mir das anzugucken. Wie lange geht das Quali noch? Ich dachte, das wäre jetzt zu Ende gleich. Anscheinend. 10 Minuten. 8,50 noch. 8,50 noch. Ja, vielleicht schaffen sie es ja noch eine Zeit hinzulegen. Aber gönn dir mal die GT3-Brudis, was die gefahren sind, Stefan. Ja. Eine 8,6 ist der gefahren, Alter. Profi-Rennfahrer fahren eine Sub-8, glaube ich, ne? Auf der Konfiguration? Weiß ich nicht, ey. Ah, nee, die fahren eine Sub-8 auf die 820 VLN, ein bisschen ne? Darunter halt, ne? Ich meine, die GT3s fahren eine Sub-8 auf der VLN-Config. So oder so wird das jetzt... einem ziemlich hohen Split gelandet zu sein, vermute ich gerade. Ja, wenn du guckst... Hast du mal die Sponsoren von denen gesehen? KTM Blue. Da Phoenix Racing mit dabei. Ja, und KTM. Ah, okay. Wie gesagt, ich kenne die meisten... I-Ratings kann ich sehen und ja, die GT3-Fahrer da oben, das sind alles 4K plus, einer mit 5,6K sogar, also ja. Okay. Aber unser Bracket ist halt so maximal 1,9K, da ist keine Aber 2K. Gute GT3-Fahrer dabei haben, ist Gold wert. Ja, die können nämlich sauber überholen, genau deswegen habe ich da auch kein Problem mit, sollen die meinetwegen alle Top-Tier haben und unsere Fahrer sind so. Ja, genau das wird passieren. Stefan möchte darauf hinaus, dass die Leute wahrscheinlich hart ehrgeizig sind. Man darf doch noch hoffen. Und dass so Leute sind, die versuchen ab erste Runde 7,50 zu fahren. Und wenn einer im Weg ist, wird er weggecrashed, wird gequittet und dann ist die Sache geklärt. solche Vollidioten, ne? So Leute habe ich in anderen Rennen schon oft gehabt. Die knallen raus wie nichts und beim ersten Unfall sind die raus. Ja, natürlich. Die Turn 1 Heroes, so nenne ich die immer. Ja. Wie, ich kann nicht 17 Plätze im ersten Turn rausholen. Zur Ratte. Wie, Dive Bombs über 3 Auto geht nicht fit? Leute, ihr müsst doch Platz lassen, wenn ich da ankomme. Warum habe ich mich dazu überreden lassen, Quali und den Start zu fahren? Wo ist das Problem? Es wird nie wieder so viele Fahrzeuge gleichzeitig in einem Sektor geben wie gleich. Der Start ist das Stressigste am Rennen immer. Naja. Sobald sich das dann so ein bisschen ausgedehnt hat, fällt es eigentlich meistens chill, aber... Andersrum, sobald ich in meinem Rennmodus bin, ist eh alles gut. Aber ich kann dir sagen, warum du das machst. Ich hab's letzte Mal gemacht. Und ich habe dabei das falsche Setup gemacht, bin mit 20 Liter in den ersten 1-Stunden-Stint reingestartet. Das Geilste, nach der zweiten Runde kam auf einmal die Ansage, hast du noch irgendwie... in der ersten Runde hat er gesagt, 5 laps to go oder so, ne? One lap to go oder irgendwie sowas. Geil. Und dann bin ich in den Pit reingefahren zum Auftanken, bin dann beim Rausfahren zu schnell gefahren. Oh Mann, gut. Ja. Ja, das ist so, der erste Fahrer muss den Druck von den anderen runternehmen, weißt du? Wenn ich das Qualifying gefahren hätte, keine Ahnung, ob wir eine Runde überhaupt reingekriegt hätten. Aber meine Zeit wäre auf jeden Fall schlechter gewesen als alle, die bis jetzt da sind. Also mir wäre es so eine 9,35 dann wahrscheinlich geworden. Die nächsten Zeiten trudeln rein. 9,19, 9,20, 9,21. Wenn ich lange in der Pit stehe, habe ich wenigstens. Ja, Mann. Wenn ich immer lange in der Pit stehen muss, habe ich wenigstens das Vergnügen. Das war die wichtigste Ansage des Abends, Lukas. Pitstop ist Pinkelpause. Wenn Karre repariert wird. Fisch, Kirbens Unite. Ich glaube, hüpfen hier und dort und überall.
Muss ich eigentlich noch mein Teamchat umstellen oder schreibt einer du und so für mich, wenn irgendeiner was macht, was mir nicht gefällt? Verdammt, stimmt, du hast das @Team geschrieben, nicht @Global. Achso, das ist auch so eine Sache, ne? Grundsätzlich eine gute Idee. Sobald du ins Wagen steigst, ist alles auf Team eingestellt, ne? Dein Chat, dein Radio-Chat, alles. Ja. Ich will eh nicht. Ja, wenn ich jetzt herausfinde, also, wenn du jemanden an den Kopf werfen möchtest, müsstet ihr die Radio-Channels wechseln. Nicht, dass ich das empfehlen würde, weil. Nee, muss nicht sein, du. Ich bleib einfach im Team-Chat. Ich glaube, ich habe meinen Voice-Chat auch auf leise, weil ich ärgere mich dann sonst nur. Ich habe noch Crew-Chef im Hintergrund als Spotter zusätzlich laufen. Das sollte auch nicht funktionieren, oder? Also vorhin beim Practice hat es noch geklappt. Ich habe Crew-Chief auch laufen, aber der ist schon eine ganze Zeit lang ziemlich ruhig, sag ich dir. Ja, deswegen frage ich gerade, weil er schon eine ganze Zeit lang ziemlich ruhig ist. Wir werden sehen. Stop. Start. Spotter, Radio check. Check, 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 checkpoint. Checkpoint. Wenn ich das richtig deute, haben wir zurzeit den vorletzten Startplatz. Nehmen wir den letzten, wenn es sein muss. Wobei, nee, jetzt wird ja nochmal nach I-Rating sortiert. Dann haben wir vielleicht auch den letzten. Auf jeden Fall hatte ich vorhin einen in der Trainingssession, der hieß Michael Deutsch und jetzt habe ich den Daniel German. Also mal Daniel German? Ja. Den hatte ich gestern in der Training-Session irgendwann mal dabei gehabt. Ohne 9.14 ist noch reingerasselt in unserem Teil. Von der Drift Sim Racing Club. 9.14, 157. Ja, ordentlich. Alter, wenn alles göttlich läuft, ne? So wie vorhin, ich bin eine 9.19.1 gefahren. Und ich habe gedacht, das ist die beste Zeit, die man jemals auf der Strecke sehen wird von mir. Was es auch ist. leider. Nein. Und gedacht so, Alter, die Zeit müsste schon echt okay gewesen sein, ne? Aber so viele Leute, die waren ISO auf 5 Sekunden. So kam es mir auch so vor bei der Skippy-Liga, wo ich mitfahre. Bist auf dem Practice-Server, hast du immer so gut den dritten Platz hinterher, dann hast du am Montag das richtige Rennen und du wirst einfach gnadenlos von allen abgezogen, weil die so viel besser sind. Aber es macht Spaß, weil die alle sauber fahren können. Ist auf Toilette. Echt jetzt? Nein, alles okay. Also, sitzt halt knapp. Du hast den Bart auch bei dir auf der Etage gehabt, ne? Du warst doch da eh. Ja. Ich renne einfach in die Dusche und lasse laufen. Ich bin aber kurz noch eine Sekunde AFK. Sofort wieder da. Gelungen. Identical to Endurance. Okay, das habe ich nochmal kontrolliert. 100 Liter Sprit? Müsste ja bei Identical to Endurance sein, oder? Ja, denke auch. Komisch ist, dass der mir die Anzeige die ganze Zeit sagt, dass unser Ride Height zu hoch wäre. Aber da ich Identical to Endurance war, sollen die mir mal nicht auf den Sack gehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in 24 Stunden sehen, dass wir DQ'd wurden. Ja, dann wird schreibe ich aber an, wie die... abgemacht. Ich bin in for the experience, also... Dann schreibe ich aber iRacing an, wie die drauf sind, dass die ein Endurance-Setup zur Verfügung stellen. Wenn man das fährt, wird man erstmal beim Endurance-Rennen disqualifiziert. Ja, 2 Sekunden, ne? Anscheinend möchte der René den Start verpassen.
Ja, Hals und Beinbruch, ne? Danke sehr. Genau. Wenn ich letzter bin, müsste, vorletzter, müsste der letzte links neben mir stehen, oder? Naja. Also ich habe keinen, der mir beim Start gleich reinfährt, falls irgendwer vor mir den Wagen abwürgt. Ich natürlich selber würde das nicht machen. Ja, noch nie an erster Position passiert. Warte mal, wie war denn das bei mir? Ich habe Kupplung und Bremse mal, glaube ich, verwechselt, ne? Oder habe ich das nur geträumt? War auch so geil, Stefan fährt so als erster in die Kurve. Einmal siehst du nur so, denkst du, das ist aber sehr schnell. Und sagt der Stefan so, oh oh. Aber das war ja ein normales Rennen, war ja nichts Tragisches. Ah, ich habe halt einen rausgeböllert, ne? Hatte ich den überhaupt rausgeböllert oder kam der vorbei? Weiß das nicht mehr. Wie lange chillt ihr da jetzt noch so rum? Alle da sind. Ach, 27 Sekunden, ich sehe. Ich habe nicht drauf geachtet. Hat es doch für den vorletzten gereicht. Ob da dann die letzte, habe ich gesagt, Brudi. AMD, Brudi, Aorus. Du hast einen Pinky Boy neben dir. Ist das Rolling Stone? The air temp is 18 Celsius. Ah. V12. Mit den ganzen Wagen, die für so Endurance fahren, willst du keinen stehenden Start fahren. Follow car number 24 in the left column. Sagen einer. Sich dazu entschieden, aber noch Pit, ne? Zu starten. Zwei, oder? Vorne auch noch in unserer. Ach ja, da meine ich auch noch einer. Einer rollt ein bisschen rückwärts, jetzt ein bisschen vorwärts. Gibt dann nicht direkt einen Black Flag für ihn? Fahren los, ne? Ja. Hast du sicherlich schon gesehen. Langsam, aber sicher. Da vorne fühlt sich wie ein richtiger Rennfahrer. Ja, ist recht, weil ich mal gelesen habe, dass das nicht implementiert ist, diese Physik. Ja, das bringt nichts. Okay, René, here we go. Don't fuck this up. Green, green, green. 2 liters left. Ja, jetzt Chopper und Blim kannst du mal wieder völlig vergessen. On your left. Hold your line. Clear left. Nice start. Ich habe wahrscheinlich den ersten oder zweiten hinter mir, der in der ersten Kurve verkackt hat und jetzt alles wieder gut machen will. Ja. Dachte ich mir schon.
Der wird schon richtig weckerig, wie du sicherlich schon gesehen hast. Ja, ja, ich lasse ihn jetzt einfach vorbei. Boah, bitte einfach vorbei. Car left. Ja. Left side. Still there. Clear left. Alright, René. You're reeling this guy in. The gap's now zero. Left side. Still there. Clear left. Oh Gott, meine Links-Rechts-Schwäche wird beim Spotten natürlich sehr schlimm. Scheiße. Sich nicht ärgern, auch wenn er jetzt gerade langsamer aussieht. The gap behind is now 0.9. Wenn du keine Lust auf den Druck hast, kannst du den auch vorbeilassen. Nach hinten hin ist so viel Platz. Gucken wir mal, wie das so läuft. Klar. Ja, stellenweise hast du dich ein bisschen absetzen können, aber dann sind wir ein bisschen da dran gekommen. Ja, aber ich kenne ja meine Rudis da vorne. Es kommt gleich ja noch eine Stelle, wo man sich ganz gerne mal tötet. Ne, ich gucke jetzt nach hinten. Das Welt ist hart, kommt okay, René, don't be intimidated by this little shit. Make him work for it. Scheiße. Oh weh. Ich glaube, der hinter setzt jetzt zur Attacke an. Oder? Was soll er machen? Guck dir das Feld vor mir an. Wenn er möchte, kann er sich gerne damit befassen. Oh ja. I see. Oh, oh, da. Oh, der weiß und der pinke. Ah, ich habe kurz gedacht, dass der Vorsicht sich zerlegt. Ja. Der andere bleibt in deinem Heck auf jeden Fall. There's gotta be a chance here. Keep harrying him. Es ist noch eine Wagenlänge von dir entfernt.
Karussell. Also Jimmy Hilger und William Sames werden keine Freunde mehr. Nee. Der William hat einfach dich gemacht, Alter. Ah, der ist wieder ins Karussell reingefahren, ne? Mhm. Oh, der Angriff. Oh, oh Gott. Oh, oh, pass auf, pass schon, auf. Ja, voll. Das war so klar, das hat sich vorhin schon abgezeichnet. Ja, ne? Ja. Breitscheid. Sind jetzt beide angefickt? Oder ist überhaupt nichts passiert bei den Autos? Ah, muss nicht unbedingt was passiert sein, aber. Wenn du blöd getroffen wirst. Ja, ist gesund halt, ist das nie. Aber Reifen sehen noch normal aus bei den Pinken, also. Schön ist, dass der bei dir pink ist, bei mir sind die schwarz und gelb vor mir. Ich kann sagen, dass so gelb ist. The gap behind is now 0.8. Schwarz, blau und. Ja. Ey, ich hab anscheinend. Ah, das hat mich behauen. Wie hat der Typ so eine pink-schwarze? Könnte doch am Joint liegen, alles gut. Den Boni hol ich mir gleich auf für Döttinger, ja. Don't let this guy distract you. Crash voraus hier gleich. Für dich? Nee, für vorne gehen. Ja, ist einer schon auf Gras. Ah, da ist auch raus. Hat aber keinen berührt. Ah, jetzt nochmal gegen den Blauen. Nimmt den nächsten raus. Was für ein Vollidiot. Oh, pass auf. Alter, der Blaue ist aber auch richtig fickrig dabei, ne? Destruction Derby. Jetzt hat er den William wieder vor sich. Geh mal kurz gucken, wo die GT3s sind. Ist der schnellste von denen oder was? Hey. Dass ich immer deine Relatives sehe und nicht die von dem Fahrer. Wir sind nicht so weit vorne, kann ich dir sagen. Also das dauert wohl noch, bis die kreuzen die Felder. B9. Nee, das war nicht knapp. Das war ein bisschen. War ein Null-Contact, glaube ich, gerade. Ja, ist richtig. Aber von dem hinter mir, glaube ich, nicht von vorne. Hey, bei mir bist du vorne reingefahren. Ja. Ich hab, ja. Aber you're pulling away from the guy behind. The gap's now 1.2. Alles gut. Sieht aber noch alles gut aus vorne. Ja, die heißen auch Team Illusion, die haben da mehr Illusionen anscheinend. Diego Gomez Tavira. Alter, was macht er denn? Der hat glaube ich einen kaputten Wagen, Alter. Das ist richtig nervig vor mir. Was ist mit dem?
gucken. Wer ja, fährt scheiße? Sieht eigentlich ganz okay aus. Vermutlich fährt er Kacke. Wie läuft's? Ganz gut bisher. Relativ aufreibende erste Runde. Unfallfrei? Okay, René, you need to pass this twat, you're losing too much time. Das Rennen bis jetzt, ja. Für uns. Oder euch. Nee, ja, wenn du dich dazugehörig fühlst, dann gehörst du dazu. Nee, hast du auch schon mal unter Skip-Tech gespielt. Bitte? Du hast auch schon mal unter Skip-Tech gespielt. Ja, das stimmt allerdings. Bin ich eigentlich theoretisch immer noch um Steve, auf Steam unterwegs, so. Naja, du, fahr ruhig. Ich überhole nicht am Arenberg. Ja. Ich habe noch 24 Stunden vor mir. Ich muss keine 7 Plätze machen pro Runde. Ich hole mal einen Zweikampf. Ja, die vorne käppeln sich wieder, ne? Ja, ich dachte, sah gerade schon so aus, als könnte es gleich den knallen, aber ne, hat sich dann gelöst. Haben die Nordschleife zu ihrer eigenen Blutwiese gemacht. Stay close, wait for him to crack. Das ist aber auch eine schönere Ideallinie als der vor dir. Oh, was passiert hier? Mein iRacing ist schwarz. Lukas? Lukas? Oh shit. Ich glaube, Lukas ist gedroppt, wa? Ja, mein iRacing ist einfach abgestürzt. Oh nö. Hallo? Ja, wir hören dich. Wir hören dich. Aber ich. Ja, gut. Was ist denn bei euch passiert? Auch der gleiche oder war nur bei mir jetzt? Nee, wir sind noch drin. Alles schwarz gewesen. René, kannst du übernehmen, oder? Leider nicht. Steht noch Wade. Der ist noch als Lukas Beck. Ich kann nicht übernehmen. Jetzt kann ich. Towing. 6 Sekunden. Ja, 6 Minuten. Ja, gut. Fängt ja schon mal so ungefähr an wie der letzte. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, mein iRacing war einfach aus. Nein, nie. Warum das? Naja, aber 6 Minuten Towing kannst du auch wieder übernehmen, ne, Lou? Ja, ich schaue gerade wieder. Okay. Schmeiß mich dann einfach aus dem Wagen gleich raus. Oh, kann ich das selber machen? Kann ich selber aussteigen? Ja, klar. Kann einfach Escape gedrückt halten. Ich hab noch voll die Bremse gedrückt, hat da irgendwas gebracht? War einfach nur noch alles plötzlich schwarz mitten im Rennen. Ja. Der Wagen scheint aber schon wieder, was? Achso, jetzt hat er dich rausgeworfen, vermutlich. Bin
tatsächliche Schaden begutachten schon oder ist das noch nicht das tatsächliche Fahrzeug? Ich weiß es nicht. Sieht alles gut aus. Vielleicht können wir gleich direkt weiterfahren. Keine Ahnung, das war wirklich einfach weg. Also das ist nicht an meinem Headset oder so gewesen. Das war auf einmal einfach... Ach, tot. Scheinen nicht die einzigen zu sein. Zumindest stehen noch weitere Fahrzeuge in der P. Ich habe auch gesehen, dass ein paar disconnected sind und dann wieder reconnected sind. Also... Bei mir stand auf einmal ist das iRacing-Bild weggegangen und dann stand da dieses Steam VR-Overlay so, dass das iRacing versucht, sich neu zu starten, so ungefähr. Oh Mann. Ich hatte diesen Fehler hatte ich noch nie vorher, also. Ja, es gibt immer ein erstes Mal, ne? Ja, schön. Gerade jetzt ist bitter, auf jeden Fall. Level. Fahren wir aber trotzdem weiter. Weil theoretisch könnten wir uns natürlich noch in dem 18 Uhr Slot neu versuchen. Was ist denn jetzt los? Hört ihr mich nicht noch? Ja, da habe ich die gerade aus. Ganz ich bin hier leider nicht. Bei mir sind gerade einfach alle Autos verschwunden. Was denn? Ich hab gesagt, bei mir sind gerade einfach alle Autos verschwunden. Oh, jetzt sind sie wieder da. What the fuck? Hör dich fast gar nicht. Ja, der hat euch auch so den Ritter gehabt. Ja, irgendwie schmiert hier gerade alles ab. Ich wiederhole mich lieber jetzt als wann anders.